Jo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es von mir meine Top 5 Raketen für euch in den Discountern und Supermärkten. Berücksichtigt habe ich hier jetzt folgende Läden: Lidl, Aldi, Kaufland, Norma und Penny habe ich berücksichtigt hier in meiner Top 5. Das heißt natürlich nicht, dass es alle Läden reingeschafft haben, aber von den Läden habe ich mir die Raketensortimente angeschaut hier und mir meine Meinung gebildet. Das Ganze ist natürlich absolut meine persönliche Meinung, einfach wie ich die Raketen finde und preis-leistungsmäßig beurteile. Da kann eure Meinung natürlich abweichen, deshalb empfehle ich es euch natürlich trotzdem, euch Testvideos reinzuziehen zu den Raketen, bevor ihr euch sie kauft. Genau, ihr könnt dann ja einfach mal am Ende auch eure Meinung zu meinen Top 5 in die Kommentare schreiben, was ihr anders gemacht hättet, wo ihr mir zustimmt. Genau, und dann würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit Platz 5. Platz 5 belegen dieses Jahr bei mir die Goldraketen von Weco aus dem Lidl. Gibt es dieses Jahr zu kaufen für 9,99 €, ist somit leider 1 Euro teurer geworden im Vergleich zu letztem Jahr. Im letzten Jahr haben sie 8,99 € gekostet. Dennoch sehr, sehr gute Raketen. Zwei verschiedene Sorten sind enthalten. Einmal die Goldrakete 1 mit Brokateffekt und einmal die Goldrakete 2 mit Crackling-Effekt, also je 3 Stück mit dem gleichen Effekt. Insgesamt 6 Raketen in dem Sortiment. Und ja, die sind manchmal sehr, sehr gut, die Goldraketen. Ich hatte auch schon mal schlechtere, aber ich denke, in der Regel kann man da sehr drauf bauen. Vor allem der Brokateffekt ist sehr, sehr krass bei den Goldraketen 1. Ja, manchmal schlechter, manchmal besser, wie gesagt. Aber wenn die gut sind, dann sind sie wirklich sehr, sehr gut. Da fliegt das Gold auch bis zum Boden teilweise. Und die kann man sich für 10 Euro auf jeden Fall mal mitnehmen, obwohl sie teurer geworden sind. Ich sag ganz ehrlich, bei Platz 5 war ich mir ein bisschen unsicher. Da wäre auch beinahe das Jewels of Fire gelandet von Nico aus dem Norma. Aber da das einen erheblichen Preisanstieg dieses Jahr hatte, dieses Jahr kostet das Set nämlich 20 Euro mit 15 Raketen. Und im letzten Jahr nur 15 Euro für 15 Raketen, also 5 Euro teurer. Deshalb hat es leider nicht auf den Platz 5 gereicht bei mir dieses Jahr. Aber auch das wäre durchaus eine gute Alternative an der Stelle, wollte ich einfach mal gesagt haben. Dann kommen wir zu Platz 4. Platz 4 belegt dieses Jahr bei mir das Ivanhoe aus dem Aldi. Ja, hier bekommt man für 9,99 € 8 Raketen mit den verschiedensten Effekten. Der Preis ist auch gleich geblieben im Vergleich zum vergangenen Jahr. Und dieser Platz ist tatsächlich ein bisschen ein Wackelkandidat, weil ich mir noch unsicher bin, wie die neue Charge von den Ivanhoe-Raketen ausfällt. Denn, ich möchte das kurz erklären, dass Ivanhoe, die Raketen im Aldi waren eigentlich immer dieselben wie im Sortiment Highspeed Bombs im Lidl. Doch dieses Jahr ist bei Lidl schon bekannt, gibt es eine Neuauflage der Highspeed Bombs und zwar sind die jetzt Highspeed Rockets und das sind ganz andere Raketen und die sind deutlich schlechter. Dieses Wissen ziehe ich aus dem Testvideo von Pyro Extrem, der hat da nämlich schon die neue Charge der Highspeed Rockets aus dem Lidl getestet und die sind wirklich sehr, sehr schlecht. Ja, dennoch habe ich das Ivanhoe hier jetzt mal auf Platz 4 platziert, weil ich momentan einfach davon ausgehe, dass das dieselbe Qualität der Raketen ist im Ivanhoe wie im letzten Jahr. Und dann sind die Raketen wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr starke Zerleger. Und für 8 Raketen 10 Euro, der Preis ist auch völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, da bleibt es noch abzuwarten, wie die diesjährige Charge ausfällt. Ich gehe momentan davon aus, dass sie gleich stark sind wie im letzten Jahr. Aber wenn dem nicht so sein sollte, dann ja, ist der Platz 4 natürlich fragwürdig. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Top 3. Ja, das sind jetzt auch wirklich keine Wackelkandidaten mehr. Da war ich mir mit der Platzierung persönlich absolut sicher und die kann ich euch alle drei wirklich sehr empfehlen, die drei Sets, die jetzt folgen werden. Genau, auf Platz 3 haben wir das Rocket Rally aus dem Norma von Nico Feuerwerk. Für 19,99 € bekommt man hier 25 Raketen, wirklich ein unschlagbarer Preis pro Rakete, sehr, sehr billig, sogar für Discounter-Raketen bzw. Supermarkt-Raketen. Der Preis ist auch gleich geblieben im Vergleich zu 2022, keine Preiserhöhung, auch das ist durchaus bemerkenswert. Genau, wir haben hier die verschiedensten Raketen enthalten, darunter auch die beliebten Kugelkopf-Raketen.
Da muss man allerdings dazu sagen, dass nur noch 3 Ringraketen enthalten sind. Und zwar sind das die gelben und die lilanen Kugelkopfraketen. Und die 6 anderen Kugelkopfraketen in Blau und Grün sind jetzt nur noch sogenannte Ballraketen und keine Ringraketen mehr. Dennoch aber sehr, sehr starke Effekte, muss man sagen. Außerdem sind in dem Set noch die Turboraketen in Blau und in Gelb enthalten. Vor allem die blauen finde ich da sehr, sehr schön. Und die Klassiker Burst-Rakete in Grün ist auch noch mehrmals enthalten. So hat man insgesamt 25 Raketen, wie gesagt, und für 20 Euro unschlagbarer Preis kann ich euch nur empfehlen, sind sehr starke Raketen, preis-leistungsmäßig. Dann sind wir auch schon bei Platz 2. Platz 2 belegen dieses Jahr bei mir die Viel-Glück-Raketen von Weco Feuerwerk aus dem Aldi. Ja, für 9,99 € bekommt man hier 8 Raketen, also ähnlich wie das Ivanhoe im Aldi. Gleicher Preis wie letztes Jahr auch. Und das sind sehr, sehr starke Raketen. Die habe ich letztes Jahr erst getestet an Silvester und die haben mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Starke Zerleger, schöne Effekte. Und ja, da ich so frisch ein Testvideo von denen gemacht habe, blende ich euch da jetzt auch einfach mal ein paar Impressionen ein von den Viel-Glück-Raketen aus dem Aldi. Die war gut. Genau die gleiche, ja. Ja, die letzten 3 auf Schlag. Boah, die 2 ersten waren krass. Boah. So, ihr habt jetzt ein paar von den Raketen gesehen. Und ja, mich hat der Effekt auf jeden Fall überzeugt. Deshalb belegen die dieses Jahr bei mir Platz 2 und sind auf jeden Fall auch meine Lieblingsraketen im Aldi, kann ich sagen. Und kann ich euch besten Herzens empfehlen und auch preis-leistungsmäßig 10 Euro für 8 Raketen völlig angemessen. Zu guter Letzt mein Platz 1 dieses Jahr bei den Raketen. Und die meisten von euch werden schon wissen, welches Set jetzt kommen muss, weil ich es bisher noch nicht gesagt habe. Und zwar die Phantoms and Ghosts Raketen aus dem Lidl von Nico Feuerwerk. Ja, für 13,99 € bekommt man hier 11 Raketen. Der Preis ist auch gleich geblieben wie letztes Jahr. Sehr, sehr starke Raketen und im Discounter auf jeden Fall einzigartig. Man hat hier 6-mal die Ghost-Raketen im Sortiment und 5-mal die Phantoms-Raketen. Vor allem die Phantoms sind hier was Besonderes. Die haben nämlich noch einen schönen Pfeifaufstieg und dann noch einen sehr schönen Effekt natürlich dazu. Aber auch die Ghost-Raketen können sich auf jeden Fall sehen lassen. Auch diese habe ich letztes Jahr erst getestet und ich blende euch hier einfach mal ein paar Impressionen aus dem Raketenset ein. Schauen wir mal, ne? Oha! Jetzt habt ihr die Raketen gesehen und ich denke, ihr seid da fast alle mit mir einer Meinung, dass diese auf Platz 1 gehören. Wirklich sehr, sehr starke Raketen. Ich werde sie mir dieses Jahr natürlich auch wiederholen und kann es euch nur wärmstens empfehlen, wenn ihr in Lidl geht zu Silvester. Holt euch diese Raketen. Sehr, sehr gut. Ab Preis-Leistung absolut top. Denn die Phantoms and Ghosts sind ja die ungelabelten Bang- und Scream-Raketen von Nico. Und die kosten im Fachhandel deutlich mehr. Also absolut guter Preis hier im Lidl.
und die muss man sich einfach holen. Meiner Meinung nach die besten Discounter- bzw. Supermarktraketen für 2023. Dann war's das an der Stelle auch schon mit dem Video. Schreibt gerne mal eure Meinung zu meiner Auswahl in die Kommentare und dann hoffe ich natürlich, ich konnte euch bei eurer Kaufentscheidung auch weiterhelfen. Wie gesagt, schaut euch am besten selber nochmal ein paar Testvideos an und überzeugt euch, bevor ihr dann letztendlich eure Kaufentscheidung festlegt. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst eine Bewertung da und dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Unser Hobby ist bunt, teils auch laut und dann glitzern. Die Feuerwerksgegner können hetzen, aber nichts da. Wir haben Leidenschaft, wenn wir die Visco brennen lassen. Denn wir sind Pyros, klein und groß, alle Altersklassen. Unser Hobby ist bunt, teils auch laut und dann glitzern. Die Feuerwerksgegner können hetzen, aber nichts da. Wir haben Leidenschaft, wenn wir die Visco brennen lassen. Denn wir sind Pyros, klein und groß, alle